Ein Halmwestenpärchen. In der Blüte. Sinnbildlich, in voller Lebensblüte. Ganz ruhig. Einige davon gelten leider als Schädlinge. Ihre Larven, die fressen sich in die Pflanzenstängel und schaden dann von innen die Pflanzen. Also Schaden? Ja, man sagt dem minieren. Also sie legen die Eier in den Stängel, dort entwickelt sich die Larve, ja, und sie fressen den Stängel von innen heraus. Ja, genau. Und so unterbrechen sie natürlich die Saftzufuhr, ja, ja, die Versorgung der Blüte, und ja, dann stirbt die ganze Blüte ab. Also. Ja, ein echter Schaden, wenn sie häufig auftreten würden. Ja, 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 ja. Aber sie sind, bei uns sind sie selten. Und das gilt auch nicht für alle. Es sind einige, die Schädlinge sind. Es gibt nicht so viele von dieser Art. Ich habe gelesen, es sind 164 bekannt. In Europa oder weltweit? Weltweit. Weltweit. Ja, und hier ein Gourmet, oder? Er, oder es ist eine Sie. Das ist die Sie, ja. Vom gemeinen Scheinbockkäfer. Aber das wird nicht unterschieden zwischen Frau und Mann, der Name Käferin. Ja. So weit sind wir noch nicht. Sie sind weit verbreitet in Europa, vor allem im Süden. Und wie die meisten Käfer hat er auch sehr gerne Pollen. Und hier fließt er ein Blütenblatt. Das ist das Männchen. Ja. Man sieht das an den dicken Oberschenkeln und der Färbung. He? Ja, vor allem die Oberschenkel. Sie sind nicht so groß, sie sind etwa 8 bis 10 mm. Mhm. Und die Flügel sind, die Deckflügel sind nicht zusammen, he? Sie sind gespreizt. Ja, das sieht man noch ab und zu bei diesen Scheinbockkäfern. Aber er putzt sich schön. Ja, für YouTube macht man alles. Ja, und jetzt? Ja, für YouTube muss alles reinlich sein. Oh, jetzt hat er den anderen Käfer. Ja, der kommt auch auf YouTube. Doch, doch. Also wir werden ihn auch auf YouTube bringen. Das findet er natürlich nicht gut, oder? Nein, nein. Ja, er hasst das. Aber er scheint irgendwie überrascht zu sein. Ja, er mag die überhaupt nicht. Sie stört seinen Auftritt hier, oder? Ja. Oh, jetzt hat er gemerkt, dass es kein Weibchen ist. So, also. Wenn er nicht das alleinige Recht hat, dann verschwindet er. Und wir müssen natürlich zum nächsten Schauspieler wechseln. Genau. Die Körbchenspinne. Sehr schön getarnt. Ja, fast immer super gut getarnt. Also wenn man da nicht den Blattstängel absucht und Zentimeter für Zentimeter anschaut, dann findet man sie nicht. Ja, man sieht sie kaum. Und sie gehört eigentlich zu den Radnetzspinnen. In Deutschland ist der Bestand rückläufig und in einigen Bundesländern
ist sie sogar auf der roten Liste. Als Spinne? Ja, weil eben der Bestand rückläufig ist. Das ist schon noch außergewöhnlich, ja. Weil Spinnen gibt es so viele, unzählige Arten. Ja, sie lebt eben eigentlich gerne auf Wiesen. Und ich glaube eher Magerwiesen. Hier sieht man das Netz und links, das ist das Männchen. He? Ich denke ja. Es sieht auf alle Fälle so aus. Oder ist es eine Konkurrenz? Ich glaube fast, ich kann ihn schlecht bestimmen, das Männchen, man sieht nicht so viel davon. Aber von der Größe her würde es schon passen. Ja, es würde passen. Und er hat auch am Faden gezupft, also vielleicht hat er die Paarung überlegt, aber das leider nichts war passiert. Ein Fehltritt. Hier sieht man auch, warum sie den Namen hat. Ja, am Netzrand bauen sie so eine zusätzliche Sitzwarte, wo sie meistens dann einfach wartet, sitzt und wartet. So ein feines Spinnennetz. Eben wie ein Körmchen. Ja, ja. Und sie liegt da offenbar weich und bequem. Ja, das gefällt dir. Und wir wollten sie animieren. Und ja, natürlich. Also, es ist schon klar, es haben nicht zwei Platz in diesem Nest, oder? Ja. Also, da wurde sie etwas hässig. Aber man sieht es sehr gut jetzt, das Netz. Ja. Also das hat dir nicht gefallen, diese Störung. So, Aufregung ist vorbei. Wir setzen uns wieder gemütlich hin. Genau, das ist mein Platz. Ja. Aber wir konnten es nicht lassen, oder? So schlimm. Jetzt zieht sie den Rand hoch. Vielleicht auch, um zu sagen, da kommst du nicht rein. Ja, und nochmal. Sie fühlt sich schon ziemlich sicher in ihrem kleinen ja. Körbchen da. Und auch ein wenig schikaniert von uns. Ja. So, jetzt haben wir zumindest mal eine Ansicht von hinten. Ja, man sieht sie einfach gerne in diesen Körben sitzen. Ja. Und jetzt sehen wir auch so das Größenverhältnis zu unserer Klammer. Ja, sie sind klein, sie sind, das Weibchen ist so 7 bis 8 mm. Eher 7. Ich denke auch vor allem diese hier. Also die Klammer hat vielleicht unsere Daumenlänge, oder? Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.